Die Teigpuppe. Es lebte auf der Welt ein Mann, der war sehr unglücklich, weil es ihm nicht gelingen wollte, eine Familie zu gründen. Er heiratete eine sehr schöne Frau, doch es war kein Jahr vergangen, da starb sie. Da heiratete er zum zweiten Mal. Nach einem Jahr starb auch die zweite Frau. Endlich heiratete er zum dritten Mal. Es verging ein Monat, ein zweiter. Und da bemerkte der Mann, dass anders als bei den vorigen Frauen, welche einen Monat nach der Hochzeit vor seinen Augen dahinsiechten, diese junge Frau immer hübscher wurde. Es war kein Jahr vergangen, da war sie zu einer blühenden Frau geworden. Ihre beiden Wangen glichen schönen, angebräunten Fladen. Ihre Augen strahlten Güte aus. Auf ihren Lippen aber hatte sie stets ein Lächeln. Der Mann kam aus dem Staunen nicht heraus und freute sich darüber. Und da nahm er sich vor, seine Frau auszufragen, wie es käme, dass sie immer so lebenslustig sei und nie ihre Schönheit einbüße. Die Frau hörte ihren Mann an und sagte: Gut, ich werde euch auf eure Frage antworten, werde mein Geheimnis enthüllen. Ihr aber sollt mir aufmerksam zuhören. Mit diesen Worten lud sie ihren Mann in die Vorratskammer ein. Und da erzählte ihm die Frau: Frühmorgens geht ihr aus dem Hause euren Geschäften nach. Ich bleibe allein zurück. Völlig allein in unseren vier Wänden. Ich habe keinen, mit dem ich auch nur ein Wort wechseln könnte oder einen Blick. Niemanden, mit dem ich meine Freuden und meine Leiden teilen könnte. Um nun meine Einsamkeit nicht zu fühlen, knetete ich mir diese Tante. Ich formte sie aus Teig und klebte sie an die Wand der Vorratskammer, damit es niemand sieht. Und jedes Mal, wenn ich ein wenig sprechen oder mich über irgendetwas beraten muss, gehe ich in die Vorratskammer zur Tante. Tantchen, Tantchen, sage ich dann, was meint ihr, womit soll ich meinen Tag beginnen? Sicherlich am besten zuerst mit dem Fegen unseres Hofes. So will ich es machen. Und kaum habe ich die versprochene Arbeit beendet, so gehe ich wieder zu meiner Tante und frage: Tantchen, Tantchen, welches Gericht empfiehlt ihr mir für das Abendessen zu bereiten, dass mein Mann zufrieden ist? Es scheint, ihr sagtet, gebratenen Fisch solle ich zubereiten mit Knoblauch und Dill. Ja, sicherlich, denn heute ist ja Freitag. Am Abend soll der Tisch festlich gedeckt sein und außerdem will ich noch ein Pilaf kochen. Ich habe dafür ein schönes fettes Stück Fleisch. Natürlich, ich bereite Salat aus Tomaten und Zwiebeln. Gurken habe ich auch. Um das Obst kümmerte sich schon mein Mann. Er brachte gestern vom Markt eine Honigmelone, Äpfel und süße Weintrauben. Meinem Mann wird es gut schmecken. So vergeht im Gespräch meine Zeit. Denn ein Mensch kann doch nicht all seine Gedanken für sich behalten, sonst würden diese Gedanken den Menschen verzehren. Der Mensch würde dahinsiechen, so wie auch eure früheren Frauen. Sie hielten die Last der Einsamkeit nicht aus. Aber jetzt, mein Lieber, seht her. Mit diesen Worten trat die Frau ganz nahe an die Tante heran und riss mit einer scharfen Handbewegung ihre aus Teig geformte Gefährtin ab. Und da floss plötzlich aus dem Inneren der Tante die Galle aus. Seht ihr, wandte sie sich wieder an ihren Mann, diese Galle hätte sich sonst über meinen Körper ergossen. Und dann hätte ich der Krankheit und vielleicht sogar dem Tode nicht ausweichen können. Die Tante rettete mich.
Nicht umsonst sagt man, die Galle eines Menschen kann nur ein anderer Mensch entgiften. Von dem Tage an nahm der Mann sich vor, alles zu tun, damit sein Haus von Menschen besucht wird, dass seine Frau Umgang pflegte mit Verwandten, Freundinnen und Nachbarinnen. Und so lebten sie glücklich bis ins hohe Alter, umgeben von ihren Kindern, Enkeln und all ihren Lieben.